Ja, in dem Zusammenhang natürlich gleich mal, wie funktioniert Entgeltumwandlung überhaupt? Entgeltumwandlung ist ein ganz einfacher Vorgang. Der Mitarbeiter verzichtet auf Entgelt. Der Mitarbeiter hat 2000 Euro zum Beispiel Gehalt brutto. Der Arbeitgeber zahlt rund 20% Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung obendrauf. Der Mitarbeiter zahlt Steuern und Sozialversicherung. Der Mitarbeiter sagt, lieber Arbeitgeber, ich verzichte hier auf 100 Euro. Das heißt, ab nächsten Monat habe ich nur 1900 Euro brutto und 100 Euro sind für meine betriebliche Altersversorgung bestimmt. Das heißt, im ersten Schritt passiert nur eins, der Mitarbeiter bekommt keine 2000 Euro brutto, die versteuert und verbeitragt werden, sondern nur 1900 Euro, die versteuert und verbeitragt werden. Und 100 Euro bleiben jetzt unversteuert, unverbeitragt für die betriebliche Altersversorgung vorhanden. Ja, und dann gibt es hier die zwei bekannten Möglichkeiten. Gebe das zur Versicherungsgesellschaft, komme an das Geld nie mehr ran, unwiderruflich, unwiederbringlich, nicht beleihbar, nicht rückholbar, nicht stornierbar, ist das Geld weg. Aus Arbeitgebersicht nicht besonders toll, aus Mitarbeitersicht im Zweifel auch nicht besonders toll, weil bei der Versicherung die 100 Euro sofort nicht mehr 100 Euro sind, sondern mir ein gewisser Sparanteil, der deutlich weniger ist und laut einem FAZ-Artikel vom März, wie Versicherer ihre Leistungen frisieren, erst nach 14,5 bis 20 Jahren im Durchschnitt sind die 100 Euro wieder vorhanden. Das ist die eine Möglichkeit, aus meiner Sicht nicht besonders interessant. Oder die zweite Möglichkeit, ich belaste es im Unternehmen. Das Geld bleibt im Unternehmen, das Geld wird vom Unternehmer verzinst, zum Beispiel mit 2%, 2,25, 2,5 oder ähnliches. Der Arbeitgeber kann frei darüber verfügen, er hat ein frei verfügbares, sicherheitenfreies, langfristiges, zinsgünstiges Darlehen und der Mitarbeiter hat eine Verzinsung vom ersten Euro an und das Geld dient der betrieblichen Altersversorgung. Das sind also die Möglichkeiten, wie es nutzen kann.